Moin moin und willkommen zurück zu Hardcore Köbel. Wir sind unterwegs auf unserer Minmus-Autarkie-Expedition, die hier fröhlich von der Manöverplanung noch ein bisschen vor sich hin zappelt. Und wir bewegen uns gerade mit hundertfachem Zeitraffer von Köbeln weg in Richtung Minmus. Ich übertreibe es nicht so ganz mit der Geschwindigkeit, denn ich möchte hier im Auge behalten, dass uns die Tanks nicht zu voll laufen, weil wir haben natürlich nicht übermäßig viel Platz, um Ressourcen, also verschwendete oder Waste-Ressourcen aufzusammeln, weil ich dafür keinen extra Tank habe. Und wir brauchen diese Ressourcen natürlich, um uns wieder mit Hilfe des Labors zu versorgen. Deshalb müssen wir da ein bisschen Auge drauf behalten. Außerdem bin ich immer noch ein bisschen skeptisch, was hier eigentlich mit unserem Manöver los ist, warum das so zappelt. Aber auch das kriegen wir gleich noch hin. Ich schraube es jetzt mal ein bisschen hoch. Also es sieht ja gut aus, dass wir im Prinzip von unseren Ressourcen her auf jeden Fall klarkommen. Und wir haben ja jetzt einiges an Zeit. Wir brauchen 6 Tage bis hierhin. Wir haben 15 Tage noch an Reserven. Wie gesagt, wir müssen nur aufpassen, dass das hier nicht darin endet, dass alles komplett voll ist. Vorher müssen wir auf jeden Fall eingreifen und dann wieder unsere Verarbeitung anschmeißen. Und ich glaube, da haben wir dann jetzt auch gleich den ersten Punkt, wo wir das tun können. Wenn wir hier so, ich denke mal, die halbe Strecke rum haben, naja, 6 Tage sind es immer noch okay. Also es dauert noch einen Moment. Es dauert noch einen Moment, aber wir wollen eh mal das Manöver angleichen. Das heißt, was wir jetzt mal machen, ist, wir gehen jetzt mal aus der Geschichte hier raus und starten unseren Live-Support das erste Mal auf dem Flug dahin. Und 18, 33 und jetzt hoffentlich gleich 47. Man sieht, dass es aufwärts geht. Sehr schön. Also, unsere Anlage arbeitet und wir können damit auf jeden Fall aus den Waste-Ressourcen genug herstellen, um uns wieder aufzufüllen. Und jetzt gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. So, und was wir jetzt auch mal machen, ist unser Manöver ein bisschen korrigieren. 27 Minuten ist okay. Ich möchte aus diesem Zustand raus, dass wir hier so ein Gezappel haben. Wenn das heißt, dass wir 8 Delta wieder für investieren müssen, dann ist das halt so. Und ich glaube, was wir auch schon mal machen können, auf jeden Fall, ist das hier kurz mal abschalten. Das braucht im Moment keine Sau. So, dann gucken wir mal, dass wir unser Manöver, ich mache das jetzt einfach mal gleich, hoffentlich in den Zustand bekommen, dass dieses Geflicker aufhört. Das macht mich nämlich innerlich völlig verrückt. Und wir haben genug andere Sachen, mit denen wir rumexperimentieren müssen. Da müssen wir jetzt nicht noch dafür sorgen, dass unser Manöver die ganze Zeit nur am Rumtallern ist. Und wenn wir das damit beheben können, ist es die 8 Delta V auf jeden Fall wert. So. Zack. Und es ist vorbei. Ist jetzt besser? Ein bisschen. Ja, das sieht doch schon gut. Also ein bisschen zappelt er noch. Aber bei weitem nicht mehr so schlimm. Ich hoffe, dass sich das jetzt dann auch gleich legt. Aber im Großen und Ganzen sieht es so aus, als ob wir den Minmus gut treffen würden. Sehr gut. Und dann würde ich mal sagen, ich packe einfach mal den Zeitraffer an. Weil theoretisch müssten wir jetzt unsere Ressourcen hier nach und nach wieder auffüllen. Zugunsten der verbrauchten Schmutzressourcen. Und das scheint auch ganz gut zu funktionieren. Ich zoome das mal ein bisschen hoch. Das sieht gut aus. Das sieht tatsächlich gut aus. Also wir rotieren hier fröhlich vor uns hin. Das ist vielleicht nicht so die schlauste Variante, aber es funktioniert ja. Und wir halten uns ganz wacker, würde ich sagen. Wir halten uns ganz wacker. Also wir sind jetzt auf 4 Tage zum Minmus-Encounter ran und unsere Ressourcen tackern hoch. Wir haben unsere Schmutztanks immer noch gut und gerne, naja, nicht mehr ganz halb voll, aber es scheint zu funktionieren und wir kaufen uns auf jeden Fall gerade ziemlich viel Zeit. Wir müssen daran denken, wir sind quasi gestartet mit 16 Tagen Vorräten. Wir sind jetzt 4 Tage unterwegs und wir haben fast 15 Tage, gleich kippt es auf 15 Tage hoch, Vorräte noch dabei. Das heißt, wir haben jetzt quasi unsere Ration um circa das 5-fache, ein bisschen mehr sogar noch gestreckt. Mal gucken, wie weit wir damit noch kommen. Aber das sieht tatsächlich gar nicht schlecht aus. So, in 2 Tagen sind wir am Minmus und beginnen da mit unserer ernstzunehmenden Forschungsarbeit, die wir natürlich tun. So, und jetzt gucken wir mal, jetzt sind wir von den Ressourcen her
gleich bei 0 angekommen. So, was ich jetzt mal mache, ist kurz unseren Live-Support ausschalten, weil wir den jetzt nicht die ganze Zeit laufen lassen müssen. So, sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt noch einen Tag und 5 Stunden und sind im Prinzip 6 Tage unterwegs und haben einen Tag, nicht mal ganz einen Tag, Ressourcen verbraucht. Das ist prinzipiell schon mal eine ganz coole Nummer. Also das scheint relativ gut zu funktionieren. Das heißt, wir müssten theoretisch aus 16 Tagen so um und bei, über den Daumen gepeilt, mit 3 Kerbals und einer so einer Einheit, ungefähr das 6-fache rausholen können, nämlich 60, 96 Tage, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Das ist okay. Also damit kann man wirklich arbeiten, weil das sollte locker für eine ganz gepflegte Minmus-Mission reichen, wenn ich mich jetzt nicht verkalkuliert habe. Was man schon sieht, ist, Wasser verbraucht sich tatsächlich ein bisschen aggressiver als der Rest. Also da müssen wir mal gucken, das ist nicht ganz so gleichmäßig, wie ich mir das wünschen würde. So, und wir kommen in die Minmus-Sphäre und haben auch schon wieder ein bisschen was gesammelt. Das heißt, wir schmeißen jetzt auf jeden Fall mal wieder den Live-Support an, dass wir das abarbeiten. Und wir haben jetzt 2 Stunden bis an den Punkt hier. Ich würde sagen, da robben wir uns jetzt mal schnell hin, weil das ist alles safe. Da können wir noch ein bisschen Zeit sparen. So, und was wir dann machen, ist uns auf jeden Fall erstmal in einen Minmus-Orbit reinparken. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wir hatten doch auch Space Around Minmus, Transmit or Recover. Jawohl, das machen wir auf jeden Fall schon mal. Das heißt, wir aktivieren jetzt mal wieder unser Antennchen. In der Hoffnung, dass wir eine Verbindung kriegen. Kriegen wir gerade nicht. Schade. Achso, ja, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir natürlich eine Langreichweitenantenne auf uns ausrichten. So, und zwar müssen wir erstmal gucken, dass wir den auch identifizieren können. Und dafür renamen wir ihn mal. Komsa 2.0 und das ist dann die Nummer 4. So, und der richtet seine Antenne auf. Hat er keine Connection gerade? Echt jetzt? Ach, haben wir auch wieder den besten Kandidaten erwischt. Hol dir mal eine Connection bitte. Danke. So. Und der richtet sich bitte aus auf Active Vessel. Dankeschön. So. Und jetzt nehmen wir uns wieder unsere Minmus-Mission. Wo ist sie? Nö. Wo ist sie denn hin? Ja, bin ich denn verwirrt? Müsste die nicht irgendwo bei Minmus sein? Die Minmus-Autarkie-Mission? Was denn jetzt hier passiert? Wartet mal kurz. Ich muss mal ganz kurz. Ist sie hinter Minmus? Können wir die irgendwie gerade nicht sehen, weil wegen komischer Auflösung? Wo ist sie denn hin? Wo ist sie hin? Meine Minmus-Autarkie-Mission wird nicht angezeigt. Da ist sie doch. Eigenartig. Na gut, also wir haben den Satelliten umgestellt. Gut. Jetzt hatte ich ganz kurz ein bisschen Pipi in den Augen, dass wir irgendwas kaputt gemacht haben, aber alles sieht gut aus. So, was wir jetzt mal hier machen, ist auf jeden Fall unsere Bremsung in den Minmus-Orbit einleiten. Dass wir da schon mal nicht irgendwie wieder wegfliegen. So. Ein bisschen Glück sollten wir auch gleich dann eine Antennenverbindung noch hergestellt bekommen, dass wir dann die ersten Experimente schon mal senden können. Zap, 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 so. Das ist schon schön. Und dann gucken wir mal, dass wir hier das richtige Ziel setzen. Und zwar den Komsa 204. Target not in range. Nicht in range. Echt?
ist die kleine Antenne doch so lahm, dass wir da nicht hinkommen. Schade eigentlich. ZS Target 44. Eigentlich müsste es hinhauen. Aber es kann eigentlich wirklich nur sein, dass wir momentan den Minmus irgendwie dazwischen haben. Wir werden mal sehen. Irgendwann kriegen wir vielleicht eine Verbindung. So, mit O und ohne H. Wir haben einen mehr oder weniger schönen Minmus-Orbit. Da ist auch der Minmus. Und ich würde sagen, den machen wir jetzt noch ein bisschen hübscher, indem wir mal darüber warpen. In der Hoffnung. Ach, guck mal. Schon haben wir eine Verbindung. Sehr schön. Schwupp. So, dann einmal wieder Retrograde und wir ziehen das noch ein bisschen runter. Und jetzt müssen wir mal gucken, gleich mal mit ScienceX, wo wir noch nicht waren auf Minmus. Also wenn wir das schon machen, dann machen wir das auf jeden Fall so, dass wir irgendwo hinfliegen, wo wir noch Experimente machen können. Schwupp. Schon ein bisschen tiefer. 15 Kilometer klingt fair. So. Und was wir jetzt hier oben schon mal erledigen können, ist auf jeden Fall einen Crew Report. Den speichern wir mal kurz, weil wir haben gerade keine Verbindung. So, und jetzt gucken wir mal, was ScienceX uns zu sagen hat, oder X-Science. Wir brauchen Minmus. Okay, Greater Flats haben wir noch nicht. Midlands. Ah, wir haben einiges noch nicht, ne? Okay, Flats, Great Flats, Greater Flats. Nur Lowlands haben wir schon erledigt. Space High over Space Near. Aha. Okay. Sehr cool. Also in die Lowlands sollten wir auf jeden Fall nicht nochmal. Das wäre ein Fehler. Ansonsten können wir eigentlich überall hin auf Minmus. Sehr schön, dann machen wir das doch mal. Mal gucken, ob wir nochmal eine Verbindung kurz kriegen, ja, bevor wir wieder hinter Minmus verschwinden. Könnten wir nämlich noch unsere wissenschaftlichen Daten abliefern, aber scheinbar nicht. Okay. Was haltet ihr davon, wenn wir versuchen, hier zu landen? Lass mal gucken, wie das aussieht. Add-Manöver. Zack. 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 Das müsste auf jeden Fall nicht Lowlands sein. Also ich bin mir relativ sicher, dass das nicht Lowlands ist. Vielleicht Midlands oder sowas, aber nicht Lowlands. So, 63 Meter Delta V, Meter pro Sekunde. Bup, bup, 64. Okay, gut, dann richten wir uns mal aus. Ich glaube, die Antenne brauchen wir jetzt kurz erstmal nicht. Deaktivate. Unser Live-Support arbeitet ja, ne? Ja, das sieht gut aus. Also, das sieht richtig gut aus, dass das mit dem Live-Support funktioniert, weil wir fliegen jetzt hier quasi schon seit 9 Tagen und wir haben knappe 3 Tage verbraucht, aber wir produzieren gerade auch ziemlich kräftig, also... Oh, wo ist die? Sag nicht, die ist da oben auf dem Plateau. Die erste Minmus-Landung war hoffentlich unten in dem Tal drin, oder? Ja. Erste, zweite, dritte. Okay, oder erste, zweite, dritte in einer anderen Reihenfolge. Okay, aber das ist okay. Das ist okay. Gut, dann ran ans Manöver. Zip. Da waren wir schon mal. Aber da wollen wir auch nicht nochmal hin. So, und das alles läuft ja hier unter Idealbedingungen. Also wir machen das im helllichten Sonnenschein. Besser könnte es gar nicht laufen insgesamt. So. Und das sollte uns jetzt auf die große Ebene da oben führen. Tut es auch. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, Fahrwerke können schon mal raus. Oder Landebeine. Jetzt müssen wir eigentlich nur aufpassen, dass wir unsere kleine Spaßveranstaltung hier nicht kaputt machen, indem wir es landen und umkippen oder so.
Denn abseits davon gibt es eigentlich gar nicht viel, worauf wir achten müssen. Die Kiste ist, wie schwer ist sie denn? 20 Tonnen schwer, aber das sollte auf Minmus alles nicht das Riesenproblem sein. Jetzt schauen wir mal, dass wir da hinkommen. Und wir haben auch noch 1100 Delta V, das sollte locker reichen. Wir brauchen für die Landung knappe 200. Boah. Und dann brauchen wir nochmal so 250, um wieder hochzukommen und den Rest dann, um nach Hause zu fliegen. Aber das sollte insgesamt ziemlich gut funktionieren. So, wir haben noch eine Höhe von 8000 Metern. Jetzt darf ich mich nur nicht verschätzen, wann wir anfangen zu zünden. Wo sind wir denn jetzt schon? Wir sind auf jeden Fall schon drüber. Das heißt, wir könnten es natürlich auch auf die Harte machen. Also, da ist die Radar Altitude. Wir sind noch mehr als 3000 Meter hoch. Eigentlich brauchen wir nicht so viel Zeit, ne? Wir sind auch nicht ganz langsam. Ich möchte uns halt auch nicht am Boden zerschellen lassen. Ich fange schon mal ein bisschen mit Bremsen an. Insgesamt aber ziemlich okay. Wie gesagt, wir müssen hier nur aufpassen, wenn jetzt hier dann der Boden kommt, müssen wir relativ abrupt potenziell bremsen. Sieht schon schön aus, ne? Die neue Kerbal Space Program Version. Also ich finde, insgesamt, wenn man so nah dran ist, hier zum Landeanflug, hat schon viel Schönes, muss man sagen. Hat schon viel Schönes. So, wir werden immer noch langsamer. Wir sind deutlich unter 100 Meter pro Sekunde Geschwindigkeit zum Untergrund. Also auch das ist okay. Und jetzt kommen wir unter die 3000 Meter drunter. Das heißt, jetzt drehe ich auch mal ein bisschen die Bremse auf. So, das müsste aber reichen. So, wir sind noch über 2000 Meter hoch. Das heißt, wir sollten jetzt auch nicht zu langsam werden. So, so gut. Jetzt werden wir ganz knapp langsamer. Aber wir sinken immer noch. 2000 Meter haben wir geknackt. Sehr schön. 33 Meter pro Sekunde ist auch okay. Sehr gut. Ja, das wird ja ein gesitteter Abstieg. Also der Ben macht das sehr gut als unser Pilot. Yoga und Kynup können sich dann auch mit austoben. Also wir werden alle aussteigen lassen heute, damit wir maximale Erfahrungspunkte sammeln. Und vielleicht lassen wir sogar alle eine Flagge aufstellen, einfach nur, um die Erfahrungspunkte nach Möglichkeit sowas von auszukosten, dass wir die Piloten und Engineers und alle einfach wirklich trainiert bekommen. Okay, 1000 Meter. Sehr schön. Jetzt geht es ein bisschen schneller abwärts. Das heißt, wir nehmen auch ein bisschen mehr Schwung jetzt raus. Denn wir wollen ja nicht irgendwie unten am Boden zerschellen. Sehr gut. Eine sehr schöne Landung. Viele schöne Steine, die wir untersuchen können. Hoffentlich ist da Minz drin. Haha. So. Aha. Schön gerade bleiben, mein Freund. So. Jetzt hatte ich kurz ein bisschen zu viel Schub drin. Aber es ist okay. Wir lassen den jetzt einfach mit 4, irgendwas Metern absenken. Oder? Und versuchen das halt jetzt mittig zu bekommen, den ganzen Spaß. Aber ich bin da mal relativ zuversichtlich. So. Und dann haben wir gleich eine relativ akzeptable Minmus-Landung, würde ich sagen. So, ich nehme jetzt mal kurz den Schub raus. Einfach damit wir ein bisschen schneller runterkommen. Und bremst das dann quasi im letzten Moment mit ein bisschen mehr Vollschub. Wir haben auf jeden Fall mehr als genug Thrust-Weight-Ratio, um sowas abzuziehen. Sehr schön. So. Und die letzten 250 Meter um und bei, die es für uns nach unten geht. Gucken, Stein ist unter uns keiner drunter. Das sieht auch gut aus. Das ist ein bisschen schräg hier, ne? Mal gucken, dass uns die Kiste nicht umkippt beim Landen.
weil wir sind ziemlich länglich nach oben gebaut. Also das ist natürlich jetzt so ein bisschen der Haken unserer Life-Support-Nummer. Ich denke auch für die langfristige Mission möchte ich auf jeden Fall darauf hinarbeiten, dass wir quasi Docking-Ports haben und möchte so eine Art Transportmodul machen, was nur... ich war da noch ein Schatten. Was nur in, uns in den Mars-Orbit oder Duna-Orbit quasi bringt. Und möchte dann halt eine Landefähre haben, die einfach mit Versorgungsgütern runtergeht, sodass wir uns halt das Beste aus beiden Welten holen. So, 1 Meter pro Sekunde. Ist okay. Nicht zu sehr ins Wanken geraten hier. Bremsen. Gut. Also es sieht gut aus von der Landegeschwindigkeit her. Langsam. Noch langsamer. Gott, oh Gott. Das Triebwerk ist quasi überdimensioniert zum Landen. Ich hätte es vorher ein bisschen limitieren müssen. Aber es ist okay. Wir kriegen das mit viel Fingergespitzengefühl hin und es scheint hier sogar halbwegs eben zu sein, da wo wir runterkommen. Halbwegs eben. Ja, die Vorhersage mit den 200 Delta V klappt auch ganz gut. Oh, oh. Komm, lande. Okay, wir sind unten und halt dich stabil, wir kippen nicht. Sehr schön. Minmus, Landung, G. Glückt mehr oder weniger, es eiert noch ein bisschen. Ich bin auch eingesunken, leider. Ich hoffe, ich glaube, wir stehen leider auf dem Triebwerk, habe ich so das Gefühl. Ich hoffe, dass das halbwegs hält. Ich nehme jetzt mal SAS raus, guck mal, was passiert. Dann kippen wir, ne? So. So hält er sich. Hält er sich? Kein Schwachsinn, Jungs. Okay, wir ziehen jetzt mal auf jeden Fall die Dinger hier zu großen Teilen ein. Da ist unser Ausgang. Das ist eigentlich genau die, die ich einziehen möchte, muss ich ehrlich sagen. Das sieht alles sehr gefährlich aus. Also wir brauchen unbedingt bessere Landebeine für später noch. Das würde ich mal so als Randnotiz machen. Und ich würde sagen, wir holen mal unseren ersten Körbel hier aus der Bude raus. Um eine Eva zu machen. Hier wäre es ein bisschen besser gewesen. Hier hört der Hang auf, so steil zu sein, ne? Na gut, und jetzt gucken wir mal, wo wir hier gelandet sind. Wir nehmen nämlich mal ein Surface-Sample und das sind Minmus Midlands. Sehr schön, hier waren wir noch nicht. Und dann bauen wir hier noch eine Flagge auf. Und das wird schon mal Gogas Flagge. Denn die anderen beiden kriegen auch noch eine, damit alle ihre Erfahrungspunkte rausziehen können. Goga! Goga war hier. Gogas erster Besuch auf dem Minmus. Sehr schön. Gut, dann haben wir Goga schon mal fertig geturnt. Und ich würde sagen, wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit in dieser Folge. Dann machen wir das gleiche noch mit den anderen beiden. Das Risiko sehe ich halt darin, Ben rauszuholen. Also bei Ben habe ich ein bisschen Pipi in den Augen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob das funktionieren wird. Weil er der Pilot ist, der das SRS macht. Ich befürchte, also meine Angst ist, dass die Rakete umkippt. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es ehrlich nicht. Aber wir werden es sehen. So, aber als nächstes kommt erstmal noch der Kühnung raus. So, Kühnung darf seine Flagge dann quasi daneben stellen. Zack. Du kannst den Eva-Report nehmen. So, Plant Flag. Damit hier jeder was zu tun hat auf seiner Mission. So. Kühnung war hier. Huch, jetzt habe ich irgendwas Komisches getroffen. Ja. Kühnungs erste Minmus-Landung. So.
Sehr schön, dann haben wir das auch. Dann wieder ab zurück in die Wissenschaftlerbox. So. Und jetzt kommt der spannende Part. Puh, bevor wir das machen, klappe ich auf jeden Fall mal ein bisschen Solarpanels an. Einfach damit die, falls die Rakete kippt, nicht, also eine geringe Chance haben, nur beschädigt zu werden. Weil wir können notfalls eine Rettungsmission machen, die können wir aber nur machen, wenn die Solarpanels lang genug uns Strom liefern, damit wir hier das Ding betreiben können. Wenn das schief geht, dann... Ja, Prost Mahlzeit. So, jetzt schauen wir mal. Also Ben ist raus. Steht, ne? Steht nicht. Kippt das? Ganz schwer zu sehen, finde ich. Ich glaube, es steht. Okay, ich probiere es. Ich probiere mich auch zu beeilen. Ich hoffe wirklich, dass das Teil nicht umkippt. Aber es sieht gut aus. Es scheint stabil zu stehen. Scheint. Was denkt ihr? Es ist also gerade sieht anders aus. Das muss ich dir fairnesshalber dazu sagen. Aber wenn ich unten so die Landebeine betrachte, scheint es stabil zu sein zumindest. Also, es kippt nicht. Es bewegt sich nicht, sagen wir es mal so. So. Und du machst hier auch noch eine Flagge hin. Bens erste Minmus-Landung. Ach ne, ja. Wie komme ich da eigentlich rein? Ist das Tab? Tab? Tatsächlich Tab. Bens erste Minmus-Landung. Ja. Ne, ach, wir haben das ja genau andersrum, ne? Oh Gott, das Ding da hinten dreht, ne? Guckt euch das mal an. Oh Gott, ich speichere das jetzt mal schnell. Ben, du musst ja in die Kiste wieder rein. Oh Gott. Das Teil dreht sich. Bitte nicht. Bitte versaus uns nicht. Nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ben, wir brauchen dich. Das Ding hier ist am Rotieren. Ah. Und nicht dagegen stupsen. Das wäre auch fatal. Schön vorsichtig. Festhalten. Festhalten und bohren. Alter, mach keinen Scheiß. Stabilisiert. Oh, oh, das Ding hat sich gedreht. Das beginnt, glaube ich, oder wollte gerade. Ja, ich würde sagen, das ist nochmal gut gegangen, wenn auch knapp. Wir brauchen dringend stabilere Landebeine für so große Landefähren. Unbedingt. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Was wir jetzt aber noch machen ist, bevor wir hier abhauen, einen Crew Report nehmen. Denn wir sind ja schließlich das erste Mal auf den Minmus Midlands. So, und jetzt würde ich sagen, Mut zur Lücke und wir starten einfach, ohne hier noch groß rumzuspielen. Wir haben eigentlich alles gemacht, was... Ah ne, wir können noch hier unsere komischen Geräte abfeuern. Wartet mal. Irgendwo hatten wir noch... Ich hatte doch noch irgendwo... Ah ne, ich habe alles neu gebaut und vergessen, Science ranzubauen, oder? Och nö. Ehrlich jetzt? Habe ich das wirklich vergessen? Ich glaube tatsächlich, ich habe es vergessen, Science-Geräte noch ranzubauen. Na gut, dann... Aber wir leben mit dem, was wir haben. Wir haben nämlich Bodenproben, wir haben Reports, wir können unsere Missionen quasi erfüllen. Die Flag ist auch erfüllt, die wir aufbauen sollten. Das heißt, alles in allem sieht es gut aus und wir gucken jetzt, dass wir hier einfach wegkommen, bevor uns irgendwas Beschissenes passiert, weil das insgesamt schon alles ein bisschen kacke aussah, wie wir rumgeflogen sind. So. Aber could have been worse. Also das nenne ich auf jeden Fall mal eine erfolgreiche Mission, denn es hat gut funktioniert. Wir haben genau das erreicht, was wir wollten. Jetzt wäre es natürlich noch total toll gewesen, irgendwie Thermometer oder sowas mitzuhaben. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Wir haben auf jeden Fall... Ich habe echt keine Wissenschaftsgeräte rangebaut. Oh Mann, ich bin so ein Kacknoob manchmal. Na gut.
Huch, das ist auch schon ein bisschen weit. So. Wir haben unsere Bodenmission erledigt und wir haben alle Kerbals einmal eine Flagge stellen lassen. Das Raumschiff ist uns trotz eigenartiger Konstruktion nicht umgekippt und ich bin, was das hier angeht, auch relativ zuversichtlich, dass wir mit echt guten Vorräten noch wieder auf Kerbin ankommen werden und dass uns hier unterwegs keiner verhungert. Und ich würde sagen, das kann man auf jeden Fall als erfolgreiche Mission werten. Und wie es dann auf der Rückreise läuft, das sehen wir in der nächsten Folge, sonst wird die hier nämlich zu lang. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.